Paul Rako und Anita Repukat von der Polizei Stralsund kontrollieren heute den Verkehr in der Innenstadt. Sie halten vor allem nach Alkohol- und Drogensündern Ausschau. Heute sind wieder groß angelegte Verkehrskontrollen im ganzen Polizeiinspektionsbereich Stralsund. Und Hintergrund sind hier auch die Fahrzeugführer zu kontrollieren, die eventuell unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Alkohol stehen. Das ist das Hauptaugenmerk. Natürlich auch alles andere. Fahrzeugführer, die ihr Handy bedienen, Radfahrer, die ihr Handy bedienen, sowas alles. Auf den ersten Handyverstoß müssen sie nicht lange warten. Paul Rako konfrontiert die Autofahrerin. Schönen guten Tag, Rako, mein Name vom Hauptrevier Stralsund, eine Verkehrskontrolle. Erstmal bekomme ich von Ihnen bitte Führerschein, die Zulassungsbescheinigung und wenn Sie nicht die Halterin sind, dann auch den Personalausweis. Einmal bitte rausholen, nicht, dass nachher die 50 Euro fehlen, die dahinter stecken. Genau. Na, Sie sind ja nicht e.V., dementsprechend auch bitte einmal den Personalausweis. Der sieht gut aus. Der sieht gut aus, genau. Gut, Frau, Grund des Anhaltens ist die Benutzung des Mobiltelefons. Sie standen an der Kreuzung. Ich habe nur die Nummer gewählt, ne? Also ich habe gestanden. Nee, Sie sind schon im Rollen gewesen. Wir sind an Ihnen vorbeigefahren. Ich habe die Mobiltelefonnutzung gesehen. Ihr Telefon ist auch immer noch angewiesen, als wir Sie jetzt angehalten haben. Stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, da können Sie sich zu äußern. Sie müssen es aber nicht machen. Ich werde mir trotzdem einmal Ihre Daten notieren und Sie kriegen Post nach Hause. Alles klar. Ist ja kalt hier und es fahren die ganze Zeit Autos. Sie können sich sonst auch erstmal ins Fahrzeug setzen. Dauert nicht lange. Sind gleich wieder bei Ihnen, ne? Die Fahrerin ist mit dem Vorwurf nicht einverstanden. Ich gehe dagegen an. Weil ich habe eine Nummer gewählt. Ich habe eine Freisprecheinrichtung. Die hat sich nicht gleich zugeschaltet. Für Paul Rako ist das Alltag. Ob die diskutieren oder nicht, wir müssen ja unsere Arbeit machen. Ja, klar, es ist ärgerlich, wenn da Leute diskutieren, aber gehört dazu. Ich meine, man hat ja eine Freisprecheinrichtung dafür, ne? Aber wenn das scheiß Handy behandelt. Gut, ich will mich auch gleich ausreden. Hat sie mit dem Einspruch keinen Erfolg, muss sie 100 Euro Bußgeld zahlen und bekommt einen Punkt. Frau, erstmal Ihre Papiere zurück, die drei Sachen. Das ist die vorläufige Mitteilung. Wir haben Sie angehalten, zu welcher Uhrzeit auch. Dann bekommen Sie dazu noch mal Post und haben natürlich auch da noch mal das Recht, sich zu äußern, Widerspruch einzulegen. Ja, okay. Das ist Ihr Recht. Gut, dann schönen Tag noch, ne? Gut. Tschüss. Ciao. Die Benutzung des Handys gehört mit zu den Unfallursachen oder Hauptunfallursachen. Und dementsprechend sind wir auch angehalten, da jede Ordnungswidrigkeit zu verfolgen. Da haben wir keinen großen Ermessensspielraum. Die Frau erhält in den nächsten Wochen Post von der Bußgeldstelle. Anita Repukat und Paul Rako sind wieder unterwegs und entdecken eine Fahrerin, die durch unsicheren Fahrstil auffällt. Guten Tag, kein Schreck kriegen. Polizei. Ach, ja. Repukat vom Polizeihauptrevier Stralsund. Eine Verkehrskontrolle. Ich benötige mal Ihren Führerschein, die Zulassung fürs Fahrzeug. Und wenn Sie nicht Halterin vom Fahrzeug sind, ein Personalausweis dazu, ja? Sind Sie Halterin? Na, wunderbar, das hört sich doch gut an. Mit der Zulassung, genau. Ja. Dankeschön. So lange haben Sie noch gar keinen Führerschein, ne? Nein. 2021 erst einen Führerschein gemacht. Ja. Haben Sie davor schon mal einen gehabt? Nein. Nee, gar nicht? Nein. Keinen Führerschein gehabt, mal abgeben müssen? 2 Jahre gebraucht für den Führerschein. Ja. 1 Jahr unfallfrei. Naja, ja. Bis auf einen Stein, auf dem ich saß mit meinem Auto. Ja. Aber ansonsten. Und wenn ich fragen darf, wie kommt das, dass Sie erst so spät einen Führerschein gemacht haben? Ist ja eher unüblich. Wegen der Arbeit. Ja. Hm. Ist drauf angewiesen. Ja, da haben Sie recht. Aber ich habe trotzdem noch mein Fahrrad. Ja. Wann gab es das letzte Mal alkoholische Getränke? Wie lange ist her ungefähr? Was schätzen Sie? Ich rauche gar nicht. Ich trinke gar kein Alkohol. Das ist okay. Und kein Sekt, kein Fleisch.
Wein oder so. Nichts, gar kein Alkohol. Gar kein Alkohol. Überprüfen würde ich das trotzdem. Ne? Wir haben ja momentan wieder Kontrollen bezüglich Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Ne? Wenn dann alles. Ja. Nur für Droge. Packen Sie mal aus, das Mundstück. Jeder braucht einen Laster. Ja, den habe ich. So einen Test schon mal gemacht? Nein. Auch noch nicht. Auch die erste Kontrolle? Ja. Okay. Genau, das schmale Stück nehmen Sie im Mund. Dann, wenn es losgeht. Jetzt geht's los. Ich halte das Gerät fest. Sie pusten kräftig, gleichmäßig rein. Und ich sage den Stopp. Kann losgehen. Ein bisschen kräftiger. Immer weiter, 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 weiter. Ja. Na, einmal richtig schön Schwung holen. Ja. Und dann machen wir das nochmal. Ich sage dann Stopp. Bloß nicht absetzen zwischendurch, sondern mit einmal durchpusten, ja? Weiter, 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 weiter. Na? Gerade wenn das die erste Kontrolle ist, sind alle aufgeregt. Egal, ob jüngere Leute oder ältere Personen. Das ist ganz egal. Also, wenn sie nachher schon öfter kontrolliert werden, dann ist das auch ein bisschen so Routine. Weiter, 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 weiter. Ja, fast geschafft. Also es war ganz knapp. Es tut mir leid. Vielleicht nicht so kräftig zum Anfang, sondern lieber gleichmäßig weiteratmen. Ne? Einfach gleichmäßig durchpusten. Nicht absetzen zwischendurch. Und schön Luft holen. Ja, weiter, 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 weiter. Ja, wunderbar. Jetzt ziehen Sie das Mundstück bitte ab. Aus hygienischen Gründen natürlich selbstständig entsorgen. Kann ich Ihnen zeigen, 0,0, alles so, wie es sein soll. Dann wünsche ich Ihnen eine angenehme Weiterfahrt. Schönen Tag noch. Dankeschön. Bitte. Gleich nebenan parkt ein junger Mann seinen Wagen. Auch ihn wollen die beiden kontrollieren. Moin. Rako, mein Name, vom Hauptrevier Stralsund und eine Verkehrskontrolle, Führerschein, Zulassungsbescheinigung. Und wenn es nicht Ihr Fahrzeug ist, auch bitte den Personalausweis. Herr, wo geht's hin? Nach Hause. Nach Hause. Von der Berufsschule. Von der Berufsschule, alles klar. Warnweste, Warndreieck dabei und griffbereit? Warndreieck, alles hinten im Kofferraum. Einmal zeigen, bitte. Warnweste ist da? Ja. Und Warnweste? Warnweste weiß ich gerade gar nicht. Das ist nicht gut. Ja. Nicht dabei? Ich glaube nicht, nee. Gucken Sie noch mal im, im Handschuhfach oder so. Das stellt schon mal eine Ordnungswidrigkeit dar. Da können Sie sich zu äußern. Sie müssen sich nicht dazu nicht äußern. Im Fall eines Unfalls müssen Sie immer eine Warnweste dabei haben. Sie können einmal im Auto Platz nehmen. Dauert einen Moment. Ich schreibe mir Ihre Daten auf. Seit 2014 ist die Warnweste in jedem Fahrzeug Pflicht. Grund dafür, bei Unfällen und Pannen sind die Fahrer so besser sichtbar und sicherer. Gut, Herr, Sie haben jetzt Tage Zeit, das bei einer Dienststelle Ihrer Wahl nachzureichen. Wir belassen es jetzt erstmal bei einer mündlichen Verwarnung. Jo. Kommen Sie dem nicht nach, innerhalb der nächsten 7 Tage folgt dann eine Ordnungswidrigkeit. Also muss ich mir jetzt Warnwesten kaufen und dann einfach nur dahin fahren und genau. Einmal vorzeigen? Genau, dann geben Sie den einmal ab, den Brief, und dann ist alles gut. Okay, gut. So, nichtsdestotrotz angenehmes Wochenende. Danke, gleich. Ciao, ciao. Paul Rako nutzt seinen Ermessensspielraum und verzichtet auf die 15 Euro Bußgeld. Ein paar Straßen weiter, der nächste Kandidat. Nach Handy. Ja. Einmal anhalten, bitte. Was los ist.